Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video vom Team Zen Garden Paraguay. Und heute möchte ich euch die Casa de los Taladores vorstellen. Taladores sind Flex. Wenn ihr also eine Flex sucht oder eine Flex, die ihr reparieren lassen müsst, seid ihr hier genau richtig. Wir haben den Laden eben zufällig entdeckt, als mal unsere Flex kaputt war. Und ich muss sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis, Service, Mitarbeiter, super gut. Aus dem Grund mache ich ein Video dazu und es wird von uns wirklich empfohlen. Ja, schaut euch das Video an. Ich zeige euch, was man dort noch alles findet und machen kann. Und wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns über Kommentare oder auch einen Daumen hoch. Also bis gleich. Dieser vierpfotige Herr namens Katze im Eingangsbereich ist laut der Mitarbeiter der Chef hier. Und ganz ehrlich, so benimmt er sich auch. Aber ansonsten ganz süß. Hier seht ihr eine Auswahl an Produkten und wie ich gesagt habe, nicht nur Flex, sondern auch Bohrmaschinen, Laubpuster, Zementmischer und von verschiedenen Marken. Unter anderem auch Bosch und Makita, aber eben auch andere. Stähnle seht ihr hier, also auch Presshammer und alles Mögliche. Eine richtig gute Auswahl an Maschinen und an Werkzeugen in verschiedenen Größen, in verschiedenen Qualitäten und eben auch die Ersatzteile dazu und das Zubehör. Hier seht ihr jetzt die Wand auf der anderen Seite. Da sind auch noch mal ganz viele Sachen, wie auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch Lötkolben, alle möglichen Fräse, Tisch, Säge. Schaut hier nochmal in der anderen Übersicht. Also wirklich, ich glaube, jeder Handwerker wird hier so ein bisschen das Herz aufgehen. Und die Sachen sind wirklich zum Anfassen. Die Herren dort haben alle sehr viel Ahnung, sind sehr gut darin, einen zu beraten. Und man fühlt sich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben bei ihnen. So, hier nochmal als kleines Video, dass ihr mal seht, so ein bisschen, was der Laden herbringt. Er gibt hier eben auch eine Rundumsicht, hier eine Tischkreissäge. Es hat, wenn man reinkommt, rechts und links jeweils einen Gang, der nach vorne zum Tresen führt und auch an den Wänden hängen ganz viele Maschinen. Hier mal beispielhaft auch ein Koffer mit einem Akkuschrauber in der Vitrine. Und hier seht ihr dann als nächstes zum Beispiel einfach mal aufgestellt, verschiedene Maschinen aus dem Straßenbau auch, alles, was man brauchen kann. Hier ist die Theke, da kommt auch gerade jemand raus, deswegen habe ich schnell weggeschwenkt für die Privatsphäre, aber dort findet der Service statt und dort könnt ihr eben auch nach Ersatzteilen fragen und eure Maschine, euer Gerät, welches auch immer es ist, zur Reparatur lassen. Wir hatten mal, das erste Mal war unsere Flex insofern defekt, dass die Kugellager wohl verstaubt, kaputt, was auch immer waren. Und sie haben sie uns ausgetauscht und wir haben, wenn ich mich recht erinnere, sowas um die 250.000 bezahlt mit Ersatzteilen und allem. Hier nochmal eine kleine Vitrine bei der Theke, hier nochmal die Maschinen in der Mitte. Ihr seht hier auch die Scheiben für die verschiedenen Flex in verschiedenen Größen. Also wie gesagt, die Auswahl ist sehr groß, die Kompetenz der Leute ist wirklich gut. Sie nehmen auch mal ganz schnell was mit nach hinten und prüfen nach und sagen euch grob, wie es aussieht, was sie glauben, was es ist und was es die Reparatur kosten wird. Ansonsten lässt man das Gerät da und sie rufen einen an, wenn sie es aufgemacht haben, wenn die Zeit vorher nicht gereicht hat und sagen einem dann, was die Reparatur kosten würde. Und man kann es entweder machen lassen oder sein Gerät auch einfach wieder abholen. Also wirklich fair und gerecht und richtig, richtig gut. So, hier nochmal ein Schwenk, dass ihr seht, auch hier gibt es ganz viele Ersatzteile und Zubehör. Man wird hier wirklich sehr fündig und hinten durch die Tür seht ihr quasi das Lager der Ersatzteile, die sie zum Reparieren nutzen. Hier nochmal ein Blick von der Theke nach hinten, Richtung dem Eingang, wo die Katze saß. Und ja, wenn euch das so gefällt und wenn ihr die Kontaktdaten braucht, die findet ihr unter dem Video.
Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt, einen Kommentar und auch gerne Anregungen zu anderen Videos, die ihr haben möchtet, damit wir die einfach dann zeitnah produzieren können für euch. Ja, ich lasse euch jetzt einfach nochmal mit ein paar Bildern aus dem Ladengeschäft, sodass ihr euch das in Ruhe anschauen könnt. Und wir wünschen euch einfach alles Gute hier in Paraguay. Es gibt hier ganz vieles. Man findet beinahe alles, was man braucht. Man muss oft nur wissen, wo. Und deshalb machen wir diese Videos, wo wir euch zum Teil eben auch schöne Restaurants vorstellen, die nicht so alltäglich sind, oder eben auch solche guten lokale Einkaufsmöglichkeiten, Reparaturmöglichkeiten, die wir selbst gesucht haben und dann endlich gefunden haben. Viele Grüße vom Team Zen Garden Paraguay und bis bald in unserem nächsten Video. Ciao, ciao!